Ja, vielen Dank, Herr Franzmann, für die freundliche Einführung. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gleich in rechtliche Grauzonen begebe, da die Veranstaltung aufgezeichnet wird und ich für meine Präsentation ein paar Bilder aus dem Internet zusammengeraubt habe, könnte es hier urheberrechtliche Probleme geben. Ich weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll, aber ich hoffe, also im Rheinland sagt man, hätte noch immer Jod, ja, ne? Ich vertraue jetzt mal darauf, dass das jetzt hier keine größeren Verwerfungen nach sich zieht. Das geht also gleich los mit folgender Collage. Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Mann. Das ist Gérard Depardieu. Das ist wahrscheinlich der bekannteste französische Schauspieler auf der Erde. Das heißt, Franzose ist er eigentlich nur noch dem eigenen Bekunden nach. Da ist er Franzose mit Herzen, aber juristisch gesehen ist er inzwischen Russe. Er hat sich von Wladimir Putin persönlich die russische Staatsbürgerschaft angedeihen lassen. Sie werden sich fragen, was hat das mit dem Thema zu tun? Das werden wir gleich sehen. Das war jedenfalls der vorläufig letzte Schritt in einer beachtlichen Reihe von aufsehenerregenden Aktionen, mit denen Depardieu vor allem eines zum Ausdruck bringen wollte, nämlich seine Ablehnung der französischen Steuerpolitik. Begonnen hat das alles 2012. Damals verließ der Multimillionär sein Heimatland, nachdem der sozialistische Staatspräsident François Hollande eine 75-prozentige Steuer auf Einkommen ab 1 Million Euro eingeführt hatte. Mit diesen Mehreinnahmen sollten Sozialleistungen finanziert werden, aber es wurde relativ schnell klar, Depardieu war nicht der Einzige, der gegen diese Steuern protestierte. Auch Unternehmen, über die die Steuer eingezogen wurden, also ähnlich wie bei uns über die Quellensteuer, fanden Wege, sie zu umgehen, sodass die Einnahmen am Ende weit hinter den Erwartungen zurückblieben. 2015 wurde die Steuer wieder gestrichen. Depardieu und viele andere sind trotzdem nicht zurückgekommen. In der Volkswirtschaft ist dieser Effekt zwar nicht unbekannt, aber er hat, wenn ich es richtig sehe, noch keinen richtigen Namen. Ich schlage deshalb vor, vom Depardieu-Effekt zu sprechen. Und davon, dass dieser Effekt berücksichtigt werden muss, wann immer Menschen vorhaben, bestimmte Mehrausgaben des Staates durch höhere Steuern zu finanzieren, die sie bei den besonders Reichen eintreiben wollen. Der Depardieu-Effekt zeigt, das funktioniert leider nicht so einfach. Auch nicht für das Grundeinkommen, um das es heute geht. Aber ich komme später nochmal auf den Depardieu-Effekt zurück. Herzlich willkommen jedenfalls zunächst einmal. Meine Damen und Herren, ich freue mich über Ihr Interesse und ich freue mich darüber, dass Sie trotz des schönen Wetters, steht in meinem Manuskript, aber so schön ist das gar nicht draußen, dass Sie die intellektuelle Mühe auf sich nehmen, mit mir gemeinsam eine Idee zu hinterfragen, die uns allen wahrscheinlich ausgesprochen sympathisch ist. Ich wäre auch froh, wenn mir selbst und allen anderen ein gewisser, nicht zu geringer Betrag Monat für Monat bedingungslos zugesprochen würde, ganz unabhängig davon, ob ich dafür etwas tue oder nicht. Aber es geht nicht nur um Sympathie. Es geht auch um soziale Gerechtigkeit. Und es geht um Realisierbarkeit. Die meisten westlichen Gesellschaften haben im Laufe der beiden zurückliegenden Jahrhunderte einen allgemeinen Wohlstand geschaffen, der es rein arithmetisch tatsächlich möglich erscheinen lässt, den alten Menschheitstraum zu verwirklichen. Ein materiell gesichertes, menschenwürdiges Leben für alle. Und wenn das möglich ist, dann ist es auch geboten. Aber das bedingungslose Grundeinkommen ist, wenn ich sagen darf, leider nicht der Weg, der zu diesem Ziel führt. Und das liegt vor allem daran, dass es zwar auf den ersten Blick tatsächlich finanzierbar sein mag, aber nicht auf den zweiten.
Die Befürworter, und ich kann sagen, also ich weiß, wovon ich rede, denn diese Diskussion ist ja nicht erst gestern entstanden, diese Diskussion begleitet uns schon ziemlich lange. Wir haben bei unserem Institut 2008 zum allerersten Mal eine Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen durchgeführt, damals auf Anregung von Dieter Althaus, dem damaligen thüringischen Ministerpräsident, der das zum ersten Mal in Deutschland salonfähig gemacht hat. Also ich will damit sagen, ich bin schon ziemlich lange mit der Diskussion vertraut und deswegen kenne ich auch relativ gut die Argumente dafür und dagegen und deswegen erlaube ich mir zu sagen, die Befürworter belassen es gerne mit dem ersten Blick, bewenden und entziehen sich dann letzten Endes der Diskussion um die Realisierbarkeit. Georg Krämer, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Georg Krämer war lange Zeit Vorsitzender des Caritas-Verbandes, sehr renommierter Wissenschaftler, hat das in einem aktuellen Beitrag, das ist so ein Heft von der Roman-Herzog-Stiftung, das da gerade erschienen ist, wenn Sie das interessiert, kann man sich das wohl im Internet runterladen. Der hat einen Beitrag geschrieben, wo er das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Der schreibt nämlich, Befürworter und Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens reden systematisch aneinander vorbei. Die einen möchten über die Utopie reden und stören sich erstmal nicht an den damit verbundenen praktischen Problemen. Die anderen fragen sich, wie die Utopie realisiert werden kann, kommen dann in der Regel zu dem Schluss, dass das unmöglich sei und sehen dann auch keinen Sinn darin, sich weiter mit der Utopie zu beschäftigen. Und von da ist es dann auch nicht weit, sich mit gegenseitigen Vorwürfen zu überschütten, wo die Befürworter dann den Skeptikern unterstellen, es fehle an dem Willen, sich mit der Utopie zu beschäftigen. Und die Skeptiker unterstellen den Befürwortern Naivität und Realitätsferne. Und dann ist man mitten in einem eigentlich nutzlosen Streit, wie man ihn tagtäglich medial vorgeführt bekommt. Das ist das, was der Philosoph Philipp Hübel in seinem neuen Buch »Die aufgeregte Gesellschaft« als Primat der Stammeszugehörigkeit in der gesellschaftlichen Debatte bezeichnet. Der Austausch der Standpunkte dient in erster Linie der Klärung der Stammeszugehörigkeit. Und was dann dabei auf der Strecke bleibt, das ist die argumentative Auseinandersetzung. Also man möchte nur einfach wissen, bist du einer von uns oder bist du gegen uns? Und wenn man das weiß, wenn das geklärt ist, dann sagt man, ich bin dafür, ich bin dagegen. Und das ersetzt dann letzten Endes die argumentative Auseinandersetzung. Moderne Stammeszugehörigkeit macht sich tatsächlich nicht mehr notwendigerweise an verwandtschaftlichen Bindungen oder äußerlichen Merkmalen fest, sondern an gemeinsam geteilten Ansichten. Evolutorisch ist das durchaus eine sinnvolle Strategie. Sie entlastet nämlich das Gehirn von der Aufgabe, ständig Entscheidungen auf der Grundlage rational durchdachter Überlegungen treffen zu müssen. Auch wenn menschliche Intelligenz eine großartige Gabe ist und uns zu vielem befähigt, reicht sie doch nicht aus, uns zu Experten für alles zu machen, die jederzeit in Sekundenbruchteilen die rational richtige Entscheidung treffen. Stattdessen orientieren wir uns an dem, was andere, denen wir vertrauen, in vergleichbaren Situationen tun. Mit diesem Ausflug in die Philosophie und die Evolutionsbiologie möchte ich dafür werben, dass wir uns in den kommenden 30, 40 Minuten gemeinsam die Freiheit nehmen, für eine begrenzte Zeit aus den üblichen Stammesritualen auszubrechen und uns mit den Argumenten beschäftigen, auch wenn das phasenweise vielleicht etwas anstrengend werden kann. Ich gebe zu, mit dem Titel meines Vortrags brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder besseren Mathematikunterricht, habe ich mich unbedacht dazu verleiten lassen, genau den Fehler zu begehen, den ich gerade kritisiert habe. Zwischen den Zeilen bringt der Titel ja doch zum Ausdruck, dass jeder, der rechnen kann, rasch erkennen muss, dass die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich nutzlos ist. Dass die Debatte trotzdem geführt wird, kann demzufolge nur damit zusammenhängen, dass die Befürworter nicht über hinreichende Rechenkenntnisse verfügen. Und damit wissen Sie, zu welchem Stamm ich gehöre.
und in welche Schublade Sie mich stecken können. Geben Sie mir bitte einfach nochmal eine Chance. Ich habe schon gesagt, ich beschäftige mich nicht erst seit gestern mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und wir haben also über einen langen Zeitraum immer wieder Modellrechnungen zur Finanzierbarkeit durchgeführt. Dass das nicht nur eine Modellrechnung ist, liegt einfach daran, dass die Zahl der verschiedenen Modelle, die da diskutiert werden, ständig wächst. Und deswegen reicht es eben auch nicht, dass man das einmal macht. Ich erwarte jetzt nicht von Ihnen, dass Sie, ich vermute mal, die meisten von Ihnen sind jetzt nicht unbedingt Ökonomen, die sich tagtäglich mit solchen Dingen beschäftigen. Ich erwarte jetzt also keineswegs von Ihnen, dass Sie das, was wir bislang dazu oder auch andere dazu geschrieben und gerechnet haben, dass Sie das alles kennen und nachvollzogen haben. Aber ich erwarte, dass die Initiatoren dieser Ideen sich mit den Finanzierungsproblemen auf professionelle Weise auseinandersetzen. Das ist leider nicht sehr oft der Fall. Ich war gerade in Florenz auf einer großen Veranstaltung der Europäischen Union. Da ging es unter anderem auch um das bedingungslose Grundeinkommen. Da bin ich einmal mehr auf Philippe Pareys getroffen. Den werden einige von Ihnen vielleicht kennen. Philippe Pareys ist ein Philosoph aus Belgien, der schon, ich weiß nicht, wie viele Bücher der zum bedingungslosen Grundeinkommen geschrieben hat. Also wir beide treffen häufiger aufeinander. Das ist einer der wenigen, der auch zugibt, dass das mit der Finanzierung schwierig ist. Immer wenn wir dann in so Diskussionen zusammengebracht werden, das kommt häufiger vor, dann, und ich dann meinen Standpunkt erläutert habe, dann sagt er, also Hilmar, ich kann dir in fast allen Punkten recht geben, aber lass es uns doch trotzdem einfach mal versuchen. Das ist so im Prinzip eine Haltung, die durchaus sympathisch ist, aber meistens treffe ich doch auf Diskussionspartner, die, sobald man anfängt mit Finanzierungsrechnungen zu operieren, das sehr unwirsch und sehr unwillig abtun. Und die Argumente, die dann vorgebracht werden, die klingen oft auf den ersten Blick ganz einleuchtend, aber wenn man dann mal genau hinschaut, dann platzt da sehr oft die Blase. Also da wird zum Beispiel gesagt, das Grundeinkommen für alle sei ja schon finanziert, denn schon heute fließen in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz erhebliche Teile der nationalen Haushalte in Sozialtransfers. Und dann wird dann vorgerechnet, wie hoch die Sozialtransfers sind. Und da kommt man tatsächlich in Größenordnungen, die so aussehen, als sei das, entspräche das ungefähr dem Bedarf, den man für das bedingungslose Grundeinkommen hat. Und dann wird dann flux argumentiert, ja, dann kann das doch nicht so schwierig sein. Dann kann man doch, wenn man im Prinzip viele dieser Sozialtransfers im Grunde einfach umwidmet in ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist das doch schon so gut wie finanziert. So einfach ist es leider nicht und darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Und diejenigen, die sich ein bisschen ausgiebiger damit beschäftigt haben, geben dann tatsächlich auch zu, dass durch die Streichung bisheriger Sozialleistungen je nach Rechenmodell nicht einmal 20% des Finanzierungsbedarfs zu decken sind. Und dazu muss man sich so Dinge vorstellen wie die Krankenversicherung, das gehört eben auch zum Sozialbudget, das ist da so ziemlich der größte Teil im Sozialbudget, die kann man ja nicht einfach durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzen. Also Gesundheitsleistungen werden nach wie vor gebraucht und die kann man nicht einfach sozusagen das, was wir heute an Krankenversicherungsbeiträgen zahlen, das kann man nicht einfach in Geldleistungen, die dann dem Lebensunterhalt dienen sollen, umwidmen. Dann fehlt uns nachher das Geld um Gesundheitsleistungen zu bezahlen. Und so ist das mit vielen anderen Dingen auch. Es gibt gerade im Sozialhilfebereich viele Bedarfslagen. Entschuldigung. Da ist intensive Betreuung notwendig. Das können Sie beispielsweise mit 1.000 Euro im Monat gar nicht finanzieren. Das heißt, die Idee, dass man das, was heute Sozialtransfers ausmacht, einfach umwidmen könnte,
die funktioniert nur zum Teil und da bleibt doch ein gehöriger Teil an Finanzierungsbedarf übrig, mit dem man sich beschäftigen muss. Und am Ende kann man sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist im Prinzip finanzierbar, aber dann auf einem Niveau, das es eigentlich uninteressant macht. Oder aber, wenn es eine nennenswerte Einkommensquelle für den Lebensunterhalt von Haushalten darstellen soll, dann ist es so teuer, dass man es wahrscheinlich nicht finanzieren kann. Es gibt eine Möglichkeit, wie man im Prinzip jedes Grundeinkommen finanzieren kann, aber die scheidet dann auch aus, weil es nicht viel Sinn macht. Wenn Sie nämlich das, was der Staat am Grundeinkommen auszahlt, gleich als Steuer wieder einkassiert. Wenn Sie das so machen, dann können Sie natürlich jedes beliebige Grundeinkommen finanzieren, aber ich nehme an, wir sind uns alle einig darüber, dass das keinen Sinn macht. Also wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das nicht so einfach zu lösen ist und ich möchte Ihnen das im Folgenden auch näher erläutern. Es ist auf jeden Fall so, vielleicht denkt der ein oder andere von Ihnen an das Schweizer Modell, das da vor ein paar Jahren zur Volksabstimmung gebracht wurde. Also 2016 war das, da durften die Schweizer abstimmen über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und immerhin haben damals 23% der abgegebenen Stimmen sich für die Einführung ausgesprochen. Bei der Abstimmung ging es aber nur in eher allgemeiner Form um die Einführung, ohne konkret zu sagen, wie hoch das Grundeinkommen für wen ausfallen sollte. Und schon gar nicht ging es da um die Finanzierung. Die Initiative, die das damals gemacht hat, hat zwar mehrere Finanzierungsoptionen ins Spiel gebracht. Sie hat auch ins Spiel gebracht, wie sie sich das vorstellt. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann entstehen da Fragezeichen. Ein Finanzierungsmodell bestand zum Beispiel darin, dass jegliches Einkommen aus Arbeit und Kapital bis zur Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens abgeschöpft werden sollte und im gleichen Atemzug dann wieder als bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt werden sollte. Also wenn jemand beispielsweise da, die Idee war damals 2500 Schweizer Franken für jeden Erwachsenen, 625 Schweizer Franken für jedes Kind. Wenn man sich jetzt mal eine vierköpfige Familie vorstellt, dann hätte das also ein garantiertes Einkommen von 6.250 Schweizer Franken bedeutet. In Euro ausgedrückt sind das ungefähr 5.400 Euro im Monat. Wenn also ein solcher Haushalt ein Erwerbseinkommen von bis zu 5.400 Euro erzielt, dann hätte er nach einem dieser Finanzierungsmodelle dieses komplette Einkommen quasi an den Staat abführen müssen, um es dann aber sofort wieder als bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt zu bekommen. Wenn jemand mehr als diese 5.000, wenn ein Haushalt mehr als 5.400 Euro an Erwerbs- oder Kapitaleinkommen hat, dann muss er zumindest diese 5.400 Euro als Grundeinkommen abführen, aber den Rest dabei dann behalten. So kann man das finanzieren, zweifellos. Aber da stellen sich ein paar Fragen, nämlich unter anderem die Frage, welchen Anreiz jemand hat, der mit seiner Arbeit am Markt kein Einkommen erzielen kann, mit dem der Haushalt auf ein Nettoeinkommen von 5.400 Euro im Monat hinauskommt, welchen Anreiz jemand hat, weiterhin jeden Morgen das Haus zu verlassen, um einer womöglich auch noch ungeliebten Arbeit außerhalb der eigenen vier Wände nachzugehen. Und selbst wenn man mit seiner Arbeit dazu beitragen kann, dass das Haushaltseinkommen über die Schwelle von 5.400 Euro steigt, lohnt sich dann ein Plus von, sagen wir mal, 500 Euro im Monat, wenn man dafür 40 Stunden in der Woche arbeiten muss. Also in diesem Fall ist der marginale Stundenlohn, das heißt also sozusagen das, was ich an zusätzlichem Einkommen durch den zusätzlichen Aufwand erzielen kann, der marginale Stundenlohn beträgt in diesem Beispiel gerade mal 3 Euro. Können wir sicher sein, dass die Rechnung noch aufgeht, wenn sich plötzlich ein großer Teil der Gesellschaft aus der klassischen Erwerbsarbeit zurückzieht, weil er sagt, das lohnt sich nicht? Der Mangel an Konkretisierung ist auch die große Krux an Umfragen
zum bedingungslosen Grundeinkommen, die immer wieder durchgeführt werden und bei denen regelmäßig eine große Zustimmung zur Idee festgestellt wird. Bei der Veranstaltung, von der ich da sprach, in Florenz, wurde unter anderem diese Grafik präsentiert. Das ist eine Befragung, die wird von YouGov durchgeführt, regelmäßig. Und die Frage, um die es hier unter anderem ging, lautete: Generally speaking, do you think a basic income scheme is a good or bad idea? Also glauben Sie, dass die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens eine gute oder eine schlechte Idee ist? Die Linken sollen, das ist also, wird in ganz Europa durchgeführt, für jedes Land haben sie immer drei Säulen. Die linke Säule ist jeweils der Anteil der Menschen, die sagt, es ist eine gute Idee. Die rote Säule in der Mitte ist der Anteil der Menschen, die sagen, es ist eine schlechte Idee. Und dann die graue Säule rechts jeweils, das ist der Anteil der Menschen, der sagt, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Deutschland ist hier auch vertreten. Das ist die fünfte Gruppe von rechts. In Deutschland sagen immerhin etwa ein bisschen mehr als 50% der Befragten, das ist eine gute Idee. Also eine sehr hohe Zustimmung in der Bevölkerung zu dem bedingungslosen Grundeinkommen. Auffallend ist, dass die Zustimmung in Ländern wie Italien und Griechenland besonders hoch ist. Da sind es teilweise über 60%. Ich kann Ihnen auch sagen, bei dieser Veranstaltung der Europäischen Union waren sehr viele junge Leute aus Südeuropa vertreten und da konnte man das tatsächlich auch mit Händen greifen. Deren Frustration und deren Enttäuschung über die wirtschaftliche Lage in ihren Ländern ist extrem groß. Und die sehen tatsächlich in vielen Fällen nur noch das bedingungslose Grundeinkommen als Ausweg aus ihrer verzweifelten Situation. Sie müssen wissen, in Südeuropa ist die Akademisierung schon sehr viel weiter fortgeschritten als bei uns. Also Länder wie Italien und Spanien haben Akademisierungsquoten von über 50%. Das bedeutet also 50% und mehr eines Jahrgangs erwerben einen akademischen Abschluss. Leider ist es so, dass viele dieser jungen Leute, die zwar in ihrer Disziplin sehr gut ausgebildet sind, Studiengänge wählen, die am Markt nicht besonders stark nachgefragt werden. Die werden aber in großer Zahl angeboten. Das heißt, der Markt dort wirft sehr viele Journalisten, Modedesigner, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, das also universitäre System wirft die sehr viele junge Leute mit diesen Abschlüssen auf den Markt. Diese jungen Menschen haben mit ihrer Investition in ihre Ausbildung sehr viel Hoffnung verknüpft und haben sehr viel auf sich genommen und sind jetzt schwer enttäuscht darüber, dass sich diese Hoffnung nicht bewahrheitet haben. Die finden sich selber dann wieder als Fremdenführer oder Mitarbeiter an der Hotelrezeption oder sowas, wenn sie überhaupt einen Job finden. Jugendarbeitslosenquote in Griechenland ist über 40%. Das heißt, da wächst in der Europäischen Union auch ein Potenzial heran, das einem durchaus Sorgen machen kann. Und wenn diese Generation, die zu Recht enttäuscht ist, nur das bedingungslose Grundeinkommen als Aussicht oder als Ausweg aus ihrer verzweifelten Lage sieht, dann glaube ich, ist das eine bedenkliche Entwicklung. Zumindest dann, wenn man nicht weiß, wie das denn eigentlich finanziert werden soll und was das alles an Weiterungen mit sich bringt. Also, was ich damit sagen will, es reicht zur Beurteilung des bedingungslosen Grundeinkommens nicht aus, sich nur auszumalen, wie hoch es sein sollte und wer es bekommen soll. Man sollte wissen, was die Umsetzung konkret für einen selbst bedeutet. Also solche Fragen wie, was halten Sie von einem bedingungslosen Grundeinkommen, sind eigentlich ziemlicher Quark, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Beteiligten ja gar nicht wissen, was das für sie konkret bedeuten könnte. Und damit wir uns mal vorstellen können, was es bedeuten könnte, habe ich mal im Folgenden mir drei Familien ausgedacht, in verschiedenen Lebenslagen.
Und wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch, was ein bedingungsloses Grundeinkommen für diese Menschen bedeuten würde. Fangen wir mal mit der Familie Armani an. Also die Namen habe ich mir völlig ausgedacht und die Bilder, wie gesagt, die habe ich mir irgendwo aus dem Internet geklaut. Familie Armani ist eine vierköpfige Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Die leben in Paderborn, aber leider sind beide auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen. Was das in Zahlen bedeutet, sehen Sie in dieser Tabelle. Familie Armani lebt im Prinzip vom ALG-2-Regelsatz. Das sind bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern insgesamt 1.411 Euro. Und ich habe darunter jetzt eine Reihe von anderen Posten aufgelistet, die alle mit 0 versehen sind. Die stehen deswegen da, damit man die Situation der Familie Armani mit der Situation von anderen Familien besser vergleichen kann. Also wenn da steht Kosten der Unterkunft 0, dann heißt das nicht, dass die umsonst wohnen, sondern das heißt, die Kosten der Unterkunft werden auch vom Jobcenter getragen, egal wie hoch sie sind, solange sie innerhalb bestimmter Grenzen bleiben. Eine vierköpfige Familie hat Anspruch auf 95 Quadratmeter Wohnung und die Höhe der Miete ist natürlich sehr stark von örtlichen Gegebenheiten abhängig. Die ist in München anders als in Stralsund. Aber für die Betroffenen selber schlägt das erstmal finanziell nicht zu Buche, weil in der Regel werden die Wohnkosten direkt vom Jobcenter an den Vermieter überwiesen. Die Familie selber bekommt davon im Grunde gar nichts mit. Was ihr zum Leben bleibt, ist das, was den Regelsatz ausmacht. Als Zweiempfänger zahlt man keine Steuern, man ist krankenversichert, zahlt aber keinen Krankenversicherungsbeitrag. Das ist nicht ganz unwichtig. Man zahlt auch keinen Beitrag zur Rentenversicherung, obwohl einem, wenn auch in geringem Umfang, Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung gutgeschrieben werden. Und man zahlt natürlich auch keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Also Familie Armani lebt von 1.411 Euro im Monat. Und es ist relativ egal, ob sie in Paderborn leben würde oder in München. Die Wohnkosten wären zwar unterschiedlich, aber das spielt für ihre finanziellen Belastungen erstmal nicht so eine große Rolle. Jetzt schauen wir uns im Vergleich dazu mal diese Familie an. Das ist Familie Schmatko. Familie Schmatko hat auch zwei Erwachsene und zwei Kinder, die leben in Erfurt. Und Herr Schmatko ist Heizungsinstallateur. Und seine Frau arbeitet nicht, die ist zu Hause, die kümmert sich um die Kinder. Schauen wir uns mal an, mit wie viel Geld Familie Schmatko über die Runden kommen muss. Wir nehmen mal an, Herr Schmatko hat ein Bruttoerwerbseinkommen von 4.000 Euro. Da die Familie zwei Kinder hat, steht ihr Kindergeld zu, das sind aktuell 408 Euro. Sie zahlt Miete, Umfang von 800 Euro und Mietnebenkosten sind 250 Euro. Und von seinem Einkommen zahlt die Familie 391 Euro im Monat Lohnsteuer inklusive Solidaritätszuschlag. Solidaritätszuschlag fällt übrigens da gar nicht an. Kranken- und Pflegeversicherung macht 353 Euro, Rentenversicherung 372 Euro, Arbeitslosenversicherung 50 Euro. Dann bleibt übrig an verfügbarem Einkommen, also Miete und Mietnebenkosten schon abgezogen, ein Betrag von knapp 2.200 Euro. Das ist der Betrag, von dem Familie Schmatko im Monat lebt. Das Erwerbseinkommen von Herrn Schmatko ist leicht überdurchschnittlich, also das durchschnittliche Erwerbseinkommen in Deutschland liegt so bei etwa 38.000 Euro. Herr Schmatko kommt auf 48.000 Euro, das ist also schon etwas mehr, gehört also nicht zu den schlechtesten Verdienern, aber im Vergleich zu Familie Armani sind das auch nur etwa 800 Euro mehr,
die der Familie Schmatko letztlich für die Lebenshaltung zur Verfügung stehen. Und wenn Familie Schmatko nicht in Erfurt leben würde, sondern in München, dann wären die Mietkosten mutmaßlich deutlich höher. Dann wäre das verfügbare Einkommen für die Familie Schmatko schon relativ nah an dem, was die Familie Armani zur Verfügung hat. Das ist ein Gedanke, den man sich auch klar machen muss. Wenn man über bedingungsloses Grundeinkommen spricht, da wird ja sozusagen der gleiche Betrag für alle, unabhängig davon, wo man wohnt, unterstellt. In der Regel jedenfalls. Ich kenne kein Modell, das jetzt auch noch regionale Variationen beinhaltet. Aber da muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich mehr wert ist als ein bedingungsloses Grundeinkommen in Stuttgart oder München oder in Frankfurt. Ja, also das schafft durchaus auch Ungerechtigkeiten, über die man sich unterhalten muss. Ja. So, aber jetzt schauen wir uns eine dritte Familie an, und das sind die drei Familien, mit denen wir uns dann im Folgenden ausgiebiger beschäftigen werden. Das ist Familie Berger. Familie Berger lebt in Hamburg, und Herr Berger ist Abteilungsleiter bei einer Versicherung und Frau Berger arbeitet als Fachärztin in einer Klinik. Also sollte man denken, denen geht es finanziell wahrscheinlich ganz gut. Das ist auch so. Ich habe mal hier unterstellt, dass beide Bergers zusammen auf ein monatliches Brutto von 12.000 Euro kommen. Denen steht auch das Kindergeld wie zuvor bei Familie Schmatko in Höhe von 408 Euro zur Verfügung. Die Miete in Hamburg ist höher. Familie Berger ist auch etwas wohlhabender. Die leisten sich auch tatsächlich eine etwas größere Wohnung. Mietkosten 2.500 Euro im Monat. Mietnebenkosten 800 Euro, Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag knapp 3.000 Euro, Kranken- und Pflegeversicherung 800 Euro, Rentenversicherung 1116, Arbeitslosenversicherung 150. Familie Berger bleiben damit zum Leben, abzüglich der Wohnkosten, also die sind schon sozusagen abgezogen, 4.138 Euro. Davon kann man ganz gut leben, denke ich. Aber das ist ja immerhin auch, wenn ich das jetzt mal in Brutto vergleiche mit Familie Schmatko, das Dreifache dessen, was der Familie Schmatko zur Verfügung steht. Und insofern ist das jetzt nicht verwunderlich, dass dann auch sonst mehr vom Leben übrig bleibt. So, jetzt nehmen wir im Folgenden mal an, jede von diesen drei Familien erhält ab sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 3.000 Euro. Die 3.000 Euro resultieren aus der Annahme, dass jeder Erwachsene monatlich 1.000 Euro bekommen soll und jedes Kind bzw. jeder Jugendliche 500 Euro. Das ist ein Modell, was sehr häufig in der Diskussion unterstellt wird. Und da der Staat also jetzt im Prinzip einen Grundeinkommenstransfer leistet, kann man so Transfers, die es heute gibt, Kindergeld, Wohngeld, aber auch Arbeitslosengeld 2, dafür im Prinzip ersatzlos streichen. Das heißt, da werden also Transfers ersetzt, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, nicht jeder Transfer kann ersetzt werden. Also zum Beispiel kann man jetzt nicht hingehen und Rentnern, von denen eigentlich sogar einige hier sind, dass man, also für Sie sollte das beruhigend sein, man kann den Rentnern nicht einfach die Rente streichen und das durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzen. Wenn man das täte, würde man Rentner anders behandeln als andere Arbeitnehmer. Die Rente ist ein Rechtsanspruch, den Anspruch hat man erworben durch lebenslange Beitragszahlungen, und das ist genauso ein Einkommen wie ein Erwerbseinkommen. Und wenn ich einen staatlichen Transfer einführe, der den Haushalten zufließen soll, dann muss ich konsequent alle gleich behandeln. Deswegen also die Idee, dass man die Renten durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzen kann, die würde massive juristische Probleme nach sich ziehen. Das gilt auch für die Arbeitslosenversicherung. Also so einfach ist es nicht, aber so Dinge wie Wohngeld, Kindergeld und Arbeitslosengeld 2, das ist relativ unstrittig, die kann man tatsächlich dann
ersatzlos streichen. So. Also, was man auch machen kann, ist bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Rentenversicherung, da ist es ja so, dass wenn jemand jetzt in Rente geht oder wenn jemand wenn jemand arbeitslos wird, dann steht einem ja nach wie vor das bedingungslose Grundeinkommen zu. Man muss also dann im Prinzip, wenn man niemanden schlechter stellen möchte als heute, muss man im Prinzip nur dafür sorgen, dass der Rentenanspruch, den man heute hätte, oder der Arbeitslosengeldanspruch, den man heute hätte, dass der zusammen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht niedriger ist als das, was man heute hätte. Das bedeutet, bei all den Menschen, die einen Rentenanspruch haben, der höher ist als das bedingungslose Grundeinkommen, oder einen Arbeitslosengeldanspruch haben, der höher ist als das bedingungslose Grundeinkommen, bei denen müsste man nach wie vor einen Rentenbeitrag und einen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung erheben, allerdings nur in dem Umfang, wie er notwendig wäre, die Differenz zum bedingungslosen Grundeinkommen zu generieren. Das heißt, man kann also bei den Rentenversicherungsbeiträgen ein bisschen sparen, bei den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen auch, aber nicht bei den Krankenversicherungsbeiträgen, denn die Krankenversicherung muss ja nach wie vor, also jedenfalls die Gesundheitskosten müssen nach wie vor abgedeckt werden. Ob man das durch eine Krankenversicherung macht oder anders, das sei mal dahingestellt, aber die Kosten sind jedenfalls, die muss man berücksichtigen. So, also, das bedeutet, wir können uns jetzt mal anschauen, was sich verändern würde. Wir werden uns dann im nächsten Schritt anschauen, was das bedeutet, wenn man das, was da an Ansprüchen entsteht, wenn man das dann auch noch irgendwie gegenfinanzieren möchte. Aber das machen wir dann im nächsten Schritt. Also, wir schauen uns das jetzt mal für die drei Familien an. Bei Familie Armani gucken wir jetzt mal, was sich verändern würde, wenn es plötzlich das bedingungslose Grundeinkommen gäbe und Arbeitslosengeld 2 dafür entfällt. Ich habe das jetzt hier mal nebeneinander gestellt, damit man sich das ganz genau anschauen kann. Also, Arbeitslosengeld 2 entfällt. Dafür bekommt die Familie jetzt einen Grundeinkommensanspruch. Ich habe den in die Zeile ALG-2-Regelsatz getan, damit das nicht zu kompliziert wird. Also die 3.000 Euro, die da stehen, die entsprechen jetzt im Prinzip dem früheren Arbeitslosengeld 2. Die Kosten der Unterkunft, die der Staat bislang getragen hat, die entfallen natürlich auch. Das heißt, die muss die Familie Armani jetzt aus eigenen Mitteln tragen. Ich habe jetzt mal unterstellt, dass sie in Paderborn eine Wohnung bewohnt, die 1.000 Euro im Monat kostet und bei der die Nebenkosten 300 Euro betragen. Das ist für sie bislang nicht ins Gewicht gefallen, weil das Jobcenter diese Kosten getragen hat. Aber jetzt, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, dann gibt es keine Kosten der Unterkunft mehr und auch keinen Wohnkostenzuschuss mehr. Dann muss das selber getragen werden. Und bei der Krankenversicherung ist das jetzt auch so. Die Krankenversicherung oder die Gesundheitskosten übernimmt für ALG-2-Bezieher das Jobcenter. Das würde jetzt natürlich auch nicht mehr passieren. Jetzt müsste die Familie Armani sich selber krankenversichern. Es ist nicht ganz einfach, sich auszurechnen, wie hoch dieser Beitrag sein müsste. Ich habe jetzt einfach mal unterstellt, dass es 300 Euro seien. Das habe ich jetzt mehr oder weniger aus der Luft gegriffen. Da kann man sich drüber unterhalten, ob es jetzt 300 Euro sein müssten oder mehr oder auch weniger. Jedenfalls, wenn man das jetzt alles so in Rechnung stellt, gibt es erstmal ein interessantes Resultat. Für Familie Armani würde sich finanziell unterm Strich eigentlich gar nicht viel ändern. Also, vorher hat sie 1411 Euro gehabt, jetzt hat sie 1400. Also sagen wir, das sind jetzt Rechnungen, hängt ja ein bisschen davon ab, wie hoch die Miete ist und so weiter.
Aber so über den Daumen gepeilt kann man sagen, für die ändert sich nicht viel. Und das ist ein Befund, den kann man verallgemeinern auf alle Transferhaushalte. Also das bedingungslose Grundeinkommen, wenn man die Vorstellung hatte, dass das im Prinzip das soziale Sicherungssystem ersetzen soll, ist erstmal aus finanzieller Sicht jetzt gar nicht so eine sozusagen Bereicherung im doppelten Sinne des Wortes für die Betroffenen, sondern für die ändert sich erstmal nichts. Das Einzige, was denen vielleicht das Leben leichter macht, ist, dass sie nicht alle nachladen zum Jobcenter gehen müssen und nachweisen müssen, dass sie sich um Jobs bemüht haben oder dass sie Termine einhalten. Ja, sie sagen, es ist schon was, ja. Ja, ich verstehe das schon, aber sagen wir mal, es ist trotzdem im Vergleich zu dem Aufwand, den man dafür treiben muss, und dazu kommen wir ja später noch, ist das ein relativ bescheidener Ertrag. Aber schauen wir uns jetzt mal Familie Schmatko an. Da sieht das schon ein bisschen anders aus. Also Herr Schmatko, der Heizungsinstallateur, bei dem oder bei der Familie würde sich jetzt schon einiges ändern, wenn es für diese Familie ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Es sind auch 3.000 Euro, wie bei Familie Armani natürlich. Die kommen jetzt erstmal zu dem Erwerbseinkommen dazu. Also die verdienen ja schon 4.000 Euro, jetzt kriegen sie noch 3.000 Euro obendrauf. Und da fällt im Grunde aber nur das Kindergeld weg. Das ist sozusagen der Transfer, der nicht mehr gebraucht wird. Ansonsten bleibt fast alles gleich, nur unten bei der Rentenversicherung, bei der Arbeitslosenversicherung, da stehen noch zwei Beträge. Das sind die Beträge, die ich ausgerechnet habe. Das sind die Beträge, die man braucht, damit Herr Schmatko, wenn er mal in Rente geht, den gleichen Rentenanspruch wie er heute hätte, zusammen mit seinem bedingungslosen Grundeinkommensanspruch. Und das sind also nur 80 Euro, statt vorher 372 Euro. Und bei der Arbeitslosenversicherung müsste er noch 15 Euro zahlen, damit sein Arbeitslosengeldanspruch im Falle der Arbeitslosigkeit zusammen mit dem Grundeinkommen genauso hoch wäre wie das, was er heute als Arbeitslosengeldanspruch hat. Unterm Strich bleibt dann für Familie Schmatko ein verfügbares Einkommen von 5.111 Euro übrig, das vergleichbar ist mit dem Einkommen 2192. Und dann sieht man sehr deutlich, Familie Schmatko würde fast 3.000 Euro, also fast den gesamten Grundeinkommensbetrag netto dazugewinnen. Für die lohnt sich das offensichtlich. Ja. So, jetzt schauen wir uns das mal an für Familie Berger. Das sind die, denen es heute schon besonders gut geht. Das Erstaunliche ist, Familie Berger würde sogar noch stärker von dem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren als die Familie Schmatko. Das hat im Wesentlichen etwas mit den Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung zu tun. Ansonsten ist das alles genau vergleichbar. Also Familie Berger hatte ja heute schon im Status quo ein Bruttoeinkommen von 12.000 Euro, da kommen jetzt noch 3.000 Euro drauf, macht zusammen 15.000. Der Kindergeldanspruch fällt weg, aber dann ist es bei der Rentenversicherung und bei der Arbeitslosenversicherung so, dass da zwar auch noch Beiträge geleistet werden müssen, die nicht mehr so hoch sind wie vorher, aber im Verhältnis ist das, was sie da noch zahlen muss, etwas weniger, also relativ gesehen, als bei Familie Schmatko, sodass dann für die Familie Berger unterm Strich ein verfügbares Einkommen von 7.368 Euro übrig bleibt. Das sind sogar mehr als 3.000 Euro mehr, also sogar mehr als das, was sie an bedingungslosen Grundeinkommen bekommt. Das verfügbare Einkommen erhöht sich nicht einfach nur um 3.000 Euro, sondern sogar um 3.200 Euro. Also eine Familie oder ein Haushalt, dem es heute schon besonders gut geht, würde durch das bedingungslose Grundeinkommen überproportional profitieren. Das können Sie auch verallgemeinern. Also das gilt im Prinzip für alle Haushalte mit hohem Einkommen. So, nun haben wir das, was ich Ihnen jetzt hier exemplarisch für drei
Haushalte vorgeführt haben. Das haben wir für die Gesamtheit aller Haushalte in Deutschland durchexerziert. Und zwar auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe. Es gibt also das sogenannte sozioökonomische Panel. Das ist eine relativ große Stichprobe in Deutschland, die Informationen darüber enthält, was Haushalte an Einkommen haben, wie sie zusammengesetzt sind und so weiter. Dann kann man für jeden einzelnen Haushalt kann man das, was ich jetzt hier für drei Haushalte prototypisch gemacht habe, kann man ausrechnen und dann addieren. Und dann kriegt man raus, wie hoch der Nettofinanzierungsbedarf für Deutschland insgesamt wäre, wenn man dieses Grundeinkommen, das ich jetzt hier gerade so geschildert habe, wenn man das in Deutschland einführen würde. So, was glauben Sie, wie die Antwort lautet? Bevor wir jetzt hier ein munteres Ratespiel veranstalten, sage ich es Ihnen gleich. Es wären 885 Milliarden Euro im Jahr. Diese Zahl mag Ihnen hoch erscheinen, sie ist aber ziemlich identisch mit einer Zahl, die Guido Radatz kürzlich in einem Gutachten ausgerechnet hat. Also völlig falsch können wir hier nicht liegen. Und also das ist alles genauso gemacht, wie ich Ihnen das jetzt hier gerade vorgeführt habe. 885 Milliarden Euro im Jahr. Wenn jeder Erwachsene 1.000 Euro und jedes Kind und jeder Jugendliche 500 Euro bekommen würde. Das ist eine stattliche Summe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie hoch der Bundeshaushalt ist. Der ist aktuell bei 360 Milliarden. Herr Boss weiß es ganz genau. Wenn es nicht ganz stimmt, dann korrigieren Sie mich. Das ist also nicht einmal die Hälfte des Betrags, den wir brauchen. Und wir brauchen diese 885 Milliarden ja zusätzlich. Also wir können nicht einfach das, was heute an Steuereinnahmen eingenommen wird, jetzt für das bedingungslose Grundeinkommen ausgeben, sondern es müssen ja noch Straßen gebaut werden und es müssen die Lehrer bezahlt werden und ich weiß nicht, was sonst alles noch vom Staat finanziert wird. Das wird ja auch weiterhin nötig sein. Also von dem, was der Staat heute schon einnimmt, können wir für das bedingungslose Grundeinkommen nur relativ wenig abzweigen. Die 885 ist das, was netto zusätzlich zu finanzieren ist. So, und jetzt ist die Frage, wie es gelingen könnte, eine jährliche Summe von 885 Milliarden zusätzlich aufzubringen. Da kann man sich jetzt viele Modelle vorstellen. Jetzt muss ich ganz kurz mal aus dem Bild verschwinden, weil mein Akku meldet, dass er demnächst leer ist und ich habe vergessen, das Netzteil anzustecken. Ich habe eins dabei, das mache ich gerade. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung. Das kann man ja nachher aus dem Bild rausschneiden. Also, zu den Finanzierungsmodellen, da gibt es also ganz viele Ideen. Wir haben jetzt hier mal der Einfachheit halber angenommen, man würde es durch eine Einkommenssteuer machen, und zwar durch eine Flat Tax. Das ist einfach vielleicht etwas grob, aber das hat den Vorteil, dass man den notwendigen Steuersatz leicht ausrechnen kann. Man muss nämlich dann nur die Summe des insgesamt verfügbaren Einkommens berechnen und ins Verhältnis zum benötigten Finanzbedarf stellen. Und wenn man das macht, dann ergibt sich aus diesem Verhältnis der Steuersatz, den man benötigt. Und das Ergebnis in diesem Fall bedeutet 81%. Lassen Sie das mal auf sich wirken. 81%. Ja. Ich habe hier mal eine Grafik, die die Einkommensverteilung, die Verteilung der verfügbaren Einkommen in Deutschland beinhaltet. Die sieht deswegen jetzt so ein bisschen sehr schief aus, weil es, wie wir alle wissen, in Deutschland natürlich auch Menschen gibt, die sehr viel verdienen. Also hier ist sozusagen die Verteilung geht hier bis 250.000 Euro pro Kopf im Jahr. Es gibt
Es gibt also auch noch Menschen, die mehr verdienen als das. Aber die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verdient so in der Größenordnung zwischen also bis 70.000 Euro im Jahr. Damit erfasst man also den weitaus größten Teil der Einkommensbezieher in Deutschland. So, das ist die Verteilung der Einkommen, aus denen wir den Finanzbedarf in irgendeiner Form decken können. Wir können jetzt über ganz andere Modelle sprechen. Also da gibt es auch die Idee, dass man die Mehrwertsteuer nehmen könnte oder dass man Finanztransaktionssteuer oder was immer Sie wollen. Da kann man sich drüber unterhalten, aber machen Sie sich eines klar. Volkswirtschaft oder die Wirtschaft ist ein Kreislauf, ist ein Kreislaufsystem. Es ist relativ egal, an welcher Stelle Sie das anzapfen. Wenn Sie glauben, dass man das mit dem Mehrwertsteuer machen sollte, werden Sie am Ende auch die Einkommen besteuern, denn Mehrwertsteuer ist ja das, was anfällt, wenn jemand ein Gut kauft. Wenn Sie dort die Steuer erheben und die Steuer dann entsprechend hoch machen, sodass Sie diesen Finanzbedarf hier decken können, dann heißt es eben auch, dass am Ende den Haushalten weniger Konsumkraft zur Verfügung steht, weil sie eben für das, was sie kaufen, was sie konsumieren, mehr zahlen müssen als vorher. Sie können sich anstellen, wie sie wollen. Es ist ziemlich egal, an welcher Stelle im Kreislauf sie sozusagen versuchen, da Steuern einzutreiben. Insofern ist das mit der Einkommensteuer jetzt nicht sozusagen kriegsentscheidend. Es hilft aber sehr, weil es einfach ist, sich vorzustellen, was das alles an Konsequenzen hat. So, also nehmen wir mal an, dass wir jetzt also wie einstweilen oder dereinst François Hollande hier eine Reichensteuer einführen, in diesem Fall sogar 81% statt 75%. Das bedeutet also zum Beispiel, dass jemand, der heute 300.000 Euro verdient, 240.000 Euro abgeben muss, um dieses Instrument zu finanzieren. Es gibt viele Menschen, die glauben, wenn man sowas macht, dann kommt mehr Geld in die Kasse, als man ausgeben kann. Die Reichen sind ja so reich und da gibt es so viel zu holen. An dieser Grafik können Sie aber relativ leicht erkennen, dass das so einfach nicht funktioniert. Es gibt zwar diese Menschen, aber es sind leider nicht so viele. Und das bedeutet, wenn man also jetzt beispielsweise in der obersten Einkommensklasse diese 81% erheben würde, sie letzten Endes nur etwa 4 Milliarden in die Kasse einspielen können. Also wenn sie von den reichsten 81% Einkommensteuer erheben, reicht das gerade mal für 4 Milliarden. 885 brauchen wir. In der nächstniedrigeren Einkommensklasse kommen dann immerhin schon 23 Milliarden zusammen, aber dann sind wir immer noch sehr weit. Welches ist die niedrigste? 200 bis 250? Das sind, hier hatten wir, das kommt jetzt immer darauf an, wie man es gruppiert. Ich habe hier die Punkte, die Sie in der Grafik sehen, das ist 100.000 und 250.000. Das bedeutet also zwischen 100 und 250.000, das ist eine Einkommenskategorie, der Mittelwert liegt bei 175.000. Das ist die zweitniedrigste Einkommenskategorie, die oberste. Bei der obersten haben wir 300.000 Euro als Mittelwert angenommen. 175.000, da kommen also die 23 Milliarden zusammen. Und dann sehen Sie relativ schnell, wohin uns das führen wird. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Man muss dann auch in die Einkommensklassen gehen, die weiter darunter liegen. Denn mehr als 100% können Sie eh nicht besteuern. Also da ist Schluss. Das heißt, wenn Sie diese 885 Milliarden Euro zusammenbekommen wollen, dann müssen Sie tatsächlich im Prinzip das gesamte Einkommensspektrum ausschöpfen. Und, ich habe eine kleine Zwischenfrage. Ja. Ich habe doch aber viele Einkommensmillionäre. Ja, aber nicht so viele. Ich könnte die Zahl jetzt hier aussuchen. Es sind nicht so viele, dass Sie mit einer Einkommensbesteuerung, es geht hier um das Einkommen, nicht das Vermögen,
dass sie damit einen Betrag zusammenbekommen, der, also ich, schade, ich hätte die Zahlen, wir können das ist einfach nur mal und plus. Ja. Also über 250.000, sagten Sie drei? Wir haben 300.000 Euro als mittleres Einkommen angenommen. Also natürlich, wenn Sie jetzt sagen, dass das mittlere Einkommen der obersten Einkommensklasse liegt bei 5 Millionen, dann kommt ein bisschen mehr zusammen. Das, ja. Ich meine jetzt diese Summe, die Sie daraus hatten, waren wie viele Milliarden? 4 Milliarden. Vier Milliarden, ja. Das sind wirklich nur ein paar tausend Leute, um die's da, über die wir da sprechen. Ja. Das ist die Zahl der Menschen, also die 12 Millionen, die da steht. Das heißt, also in der Einkommenskategorie, das ist jetzt so um die 35.000, das ist das ungefähr das Durchschnittseinkommen, liegen knapp, also 11,5 Millionen Menschen liegen in dieser Einkommenskategorie, heißt das. Schon hätte ich erklären sollen. Ja. Also das ist sozusagen eine repräsentative Gruppe, wir haben ja mehr Bevölkerung in der Bundesrepublik. Ja, ja, also wenn Sie jetzt mathematisch gesprochen, das Integral über diese Verteilung bilden, dann kommen Sie genau auf die 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Ja. So, die dritte Kategorie würden Sie unter 100.000 ansetzen. Das sind zwischen 75.000 und 100.000, da ist der Mittelwert dann, glaube ich, 82.500. Oder was? Nee, 85.000, ich weiß nicht mehr genau. Also jedenfalls, wir haben immer den Mittelwert des Intervalls genommen. Mhm. Ja. Wie viele Wirtschaften die dann an Steuern? Diese Gruppe? Also wenn wir, ich habe ja, wir haben ja, ich habe das die Summe des verfügbaren Einkommens über diese gesamte Verteilung ausgerechnet und dann ausgerechnet, welchem Anteil entsprechen 885 Milliarden. Das ist 80%. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal 20% drauflegen, dann haben Sie die Summe, die insgesamt an verfügbarem Einkommen in Deutschland erzielt wird, das ist dann etwas über 1 Billion. Also 81% Steuer für alle diese Einkommen, für das gesamte Integral dieser Einkommen. Genau. Ich habe also hier keine Progressivsteuer. Die Summe, die Sie brauchen, auf der anderen Seite, wo Sie das auszahlen wollen. Genau. Okay, schön, also ich nehme zur Kenntnis, Sie denken fleißig mit, Sie haben noch eine Frage? Schlecht verstehen. Ich kann Sie gar nicht. Ja, aber wir sind bei der Vorlesung. Die müssen wir schon ertragen, auch wenn das schwer ist. Lassen wir es erstmal zu Ende. Das ist schon gut. Wir kriegen neue Zahlen. Ich habe. Wir gehen jetzt einfach nochmal durch die drei Familien durch und gucken mal, was es dann, was am Ende für die rauskommt. Und dann kann ich gerne auch, wenn Sie die Geduld verlieren, aufhören. Dann können wir uns in die Diskussion übergeben. Ja. Wie wäre die Situation für die Familie Armani, wenn sie ihr Grundeinkommen mit Steuern gegenfinanzieren müsste? Das ist relativ einfach. Familie Armani hat ja kein eigenes Einkommen, müsste demzufolge auch keine Steuern zahlen. Deren verfügbares monatliches Einkommen würde auch im Modell der Gegenfinanzierung, so wie ich es jetzt gerade vorgestellt habe, bei 1.400 Euro im Monat bleiben. Also Familie Armani kann das mit der Finanzierung egal sein, der kann es auch mit dem Grundeinkommen egal sein, wenn wir jetzt mal absehen von den Zumutungen des Jobcenters, die er dann erspart bleiben. Aber für die ändert sich eigentlich nichts. So. Bei der Familie Schmatko ändert sich durchaus etwas. Wenn man sich jetzt nämlich anschaut, was würde die Gegenfinanzierung für Familie Schmatko bedeuten. Das bedeutet ja, dass sie von den 4.000 Euro Erwerbseinkommen im Prinzip 81% Einkommensteuer oder Lohnsteuer zahlen muss. Hier ist aber auch ein Grundfreibetrag berücksichtigt, deswegen ist das jetzt nicht genau 80%, also ein bestimmter Beitrag, ein bestimmter Einkommensanteil ist sozusagen steuerfrei, so wie das heute im heutigen System auch ist. Das heißt, in Ihrem Fall wäre die Steuerlast 2.259 Euro in diesem Finanzierungsmodell. Das ist gegenüber den 391, die Sie heute zahlen, natürlich erheblich mehr. Aber es würde trotzdem, alles andere bleibt ja gleich, es würde dann trotzdem dazu führen, dass Sie im Vergleich zu heute
besser dastehen würde, denn es blieben immer noch nach Abzug von Wohnkosten ein Betrag von 3.243 Euro übrig. Das sind dann immerhin 1.100 Euro mehr, als sie heute hätte. Also Familie Schmatko ist wahrscheinlich von dem Grundeinkommen oder wäre von dem Grundeinkommen wahrscheinlich angetan, weil es für sie finanziell eine durchaus beachtliche Verbesserung bedeutet. Das ist bei Familie Berger ein wenig anders, wie man sich leicht vorstellen kann. Bei Familie Berger wäre die zu erwartende Steuerlast erheblich höher als heute. Statt 2.904 wären das 7.556 Euro. Und alles andere bleibt ja gleich. Das bedeutet für Familie Berger, dass ihr am Ende trotz des Grundeinkommens, das ihr bekommt, ein verfügbares Einkommen in der Größenordnung von 2.716 übrig bleibt. 2.716 Euro ist etwa 1.400 Euro weniger, als sie heute im Status quo hat. Sie können sich vorstellen, dass Familie Berger das wahrscheinlich nicht lustig findet. Und wir haben auch mal ausgerechnet, wie sich das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern insgesamt dann darstellt. Also man hätte bei diesem Szenario, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, für 65% aller Personen in Deutschland einen Einkommenszuwachs und für 35% einen Einkommensverlust. Der durchschnittliche Einkommenszuwachs wäre allerdings erheblich geringer als der durchschnittliche Einkommensverlust. Das ist auch logisch, wenn das Verhältnis von 2 zu 1 besteht, dann muss das auch sich im durchschnittlichen, man muss in der Asymmetrie zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust niederschlagen. Da kann man sich dann fragen, ob dieses Resultat dem entspricht, was soziale Gerechtigkeit fordert. Und die Frage, die man sich auch stellen muss, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass bei einer so großen Zahl von Verlierern, auch wenn sie die Minderheit sind, aber die Zahl ist ja doch nicht ganz klein, wie wahrscheinlich es ist, dass sich hier ein gesellschaftlicher Konsens einstellen wird. Der Depardieu-Effekt, von dem ich anfangs gesprochen habe, der betrifft eben nicht nur die Einkommensklasse von Herrn Depardieu, der würde jetzt auch Normalverdiener treffen. Und wenn man wissen will, wie diejenigen reagieren, die nicht reich genug sind, um bei Präsident Putin einen neuen Pass zu beantragen, dann muss man sich nur mal den Protest der Gelbwesten in Frankreich ansehen. Auch da war und ist der Auslöser eine geplante Steuererhöhung, und zwar nicht auf Einkommen, sondern auf Kraftstoffe. Aber gerade das zeigt, jede Form von Steuererhöhung zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens muss in irgendeiner Variante, mit irgendeiner Variante des Depardieu-Effekts rechnen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Grundsteuern, Konsumsteuern, Finanztransaktionssteuern handelt, es trifft am Ende immer konkrete Menschen, die sich entweder der Besteuerung entziehen oder ihren Unmut auf andere und nicht immer sozial förderliche Weise Luft machen werden. Ich habe jetzt etwa eine Stunde gesprochen und ich könnte jetzt hier auch einfach einen Schlussstrich ziehen, obwohl es noch viel zu sagen gäbe. Ich hätte noch neben dem Depardieu-Effekt den Preiseffekt und den Preiseffekt und den Magneteffekt. Aber den Preiseffekt könnten wir doch noch hören. Ja? Ja. Das ist ja was Neues. Na, so neu ist es nicht. Also ich stelle es Ihnen anheim. Also wenn Sie dazu noch was hören wollen, dann sage ich dazu noch was. Der Preiseffekt ist nicht neu. Das wird von den Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkommens sogar explizit angeführt. Das Grundeinkommen soll dazu beitragen, dass Menschen ein würdigeres Leben bestreiten können, indem sie eben nicht mehr darauf angewiesen sind, jeden Drecksjob machen zu müssen, sondern im Prinzip die Freiheit haben, sich im Zweifelsfall entweder die Freiheit zu nehmen, nicht zu arbeiten oder einen Job zu nehmen, der besser bezahlt ist. Das
Das Phänomen, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einhergeht, ist mutmaßlich eines flächendeckenden Anstiegs von Preisen und Löhnen. Und das ist von den Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkommens auch tatsächlich so gewollt. Also schlecht bezahlte Jobs zum Beispiel in der Gastronomie oder in der Paketzustellung, die sind in einer Gesellschaft mit dem Grundeinkommen eher unattraktiv. Die Menschen, die bislang diese Arbeiten erledigen, würden sich wahrscheinlich eher für das Grundeinkommen entscheiden und ihre Arbeitskraft an anderer Stelle einsetzen. Und sei es, dass sie dann mehr zu Hause arbeiten oder aber auch vielleicht schwarz arbeiten. Das, wie gesagt, ist tatsächlich auch gewollt. Aber wenn diese Arbeiten ja nicht einfach verschwinden, also wir wollen ja nach wie vor ins Restaurant gehen und wir wollen auch, dass Amazon uns die Pakete liefert, jedenfalls viele Menschen wollen das. Wenn es jetzt dazu käme, dass die Leute, die das heute machen, das nicht mehr machen wollen, weil sie sagen, das habe ich nicht mehr nötig, das, was ich da verdiene, ist ja weniger als das, was ich als Grundeinkommen bekomme, dann stellt sich die Frage, wie schaffen wir es denn, dass diese Jobs dann immer noch gemacht werden? Wer macht die dann? Und die Antwort lautet, ja, das gelingt natürlich durch höhere Löhne. Das heißt aber auch, dass diese höheren Löhne wahrscheinlich an die Konsumenten weitergegeben werden. Der Kneipenwirt wird das an seine Kunden weitergeben und das Restaurant wird die Preise für die Arbeit in der Küche, die höheren Löhne für die Arbeit in der Küche auch in den Preisen auf der Menükarte weitergeben und die höheren Preise für die Pizza, für das Hotelzimmer, für das Amazon-Paket, das trifft alle. Das müssen auch die ehemaligen Geringverdiener auf den Tisch legen. Und das heißt, wenn dieser Preiseffekt eintritt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er eintritt, dann bleibt den Menschen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick denken, dass das bedingungslose Grundeinkommen sie in eine bessere Situation bringt, gar nicht so viel übrig zum Konsum, wie sie vielleicht gedacht haben mögen. Und insbesondere die heutigen Transferbezieher, also Familie Armani, wäre davon besonders hart betroffen. Denn deren finanzielle Situation, haben wir gesehen, verbessert sich gar nicht durch das bedingungslose Grundeinkommen. Aber wenn sich die Preise für ihren Konsum erhöhen, dann hat sie weniger Konsummöglichkeiten. Dann muss sie sich überlegen, auf was sie in Zukunft verzichtet. Ja. So, das war der Preiseffekt. Der andere Effekt? Magneteffekt. Das meint im Grunde nur, dass man sich auch darüber im Klaren sein muss, wenn man in Deutschland isoliert ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würde, müsste man wahrscheinlich ziemlich hohe Zäune errichten. Denn Deutschland ist heute schon sehr attraktiv für Zuwanderer. Würde es dann in Zukunft wahrscheinlich noch attraktiver werden. Die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sehen das Problem auch und sehen die Lösung darin, dass man das Grundeinkommen nur auf die Bevölkerung, die schon da ist, begrenzt. Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, wie man das in der Praxis einhalten will und wie man da die einen von den anderen abgrenzen will. Also ich denke, das ist müßig, darüber zu sprechen, aber das ist jedenfalls der Magneteffekt. Also Sie haben heute drei Effekte kennengelernt, den Depardieu-Effekt, den Preiseffekt und den Magneteffekt. Und das bringt mich insgesamt zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich, und glauben Sie mir, ich hätte es durchaus schon auch gerne, wenn es funktionieren würde, aber ich habe bis jetzt leider keine Möglichkeit, wie wir das realisieren können. Und dann bin ich so gestrickt, dass ich mich dann mit der Utopie auch nicht mehr länger auseinandersetze. Das bitte ich mir zu verzeihen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.